Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Interessierte, wir freuen uns, Sie heute hier im Lindenmuseum Stuttgart begrüßen zu dürfen. Es war eine lange Reise und endlich sind wir am Ziel. Für uns, 12 Masterstudierende der empirischen Kulturwissenschaft in Tübingen, sowie für unsere Leiter Professor Dr. Reinhard Jola und Dr. Anno Dederichs, geht mit dem heutigen Abend ein wichtiges Projekt zu Ende. Und für viele von uns war es eine Premiere. Noch nie haben wir so viel organisiert, kommuniziert und auch selbst kreiert und gebaut wie in diesem Projekt. Und die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Wir dürfen Ihnen heute unser Studienprojekt präsentieren, namens Chapter Germany, Degur Pianzhong, Alltagserfahrung Tübinger Studierender aus China. Dies ist in Kooperation mit dem China-Zentrum Tübingen, der Hochschule für Technik in Stuttgart und dem Lindenmuseum Stuttgart entstanden. Trotz der vielen schwierigen Umstände, die uns seit Projektbeginn im Wintersemester 2020/21 aufgrund der Covid-19-Pandemie begleiten, freuen wir uns umso mehr, Ihnen heute Abend unser Ergebnis präsentieren zu dürfen in Form einer Ausstellung und eines Kataloges. Auch wenn wir dies gerne persönlich getan hätten, sind wir nun froh, auch online für Sie ein wirklich sehr schönes Programm für diese Vernissage gestaltet zu haben. Und bevor Sie sich fragen, hier sind wir alle im Raum geimpft, getestet und geboostert. Ladies and gentlemen, dear guests, we are delighted to welcome you all tonight here at the Lind Museum Stuttgart. For us, 12 master students and our supervisors, Professor Dr. Reinhard Jola and Dr. Anno Dederichs, tonight marks the end of an important project that was a first for most of us. Never before have we organized, communicated and created so much by ourselves. And it was really worth it. Tonight, we present our study project, Chapter Germany, Degur Pianzhong, Everyday Experiences of Tübingen Students from China, which was developed in cooperation with the China Zentrum Tübingen, the University of Applied Sciences Stuttgart and the Lind Museum Stuttgart. Despite difficult circumstances that have accompanied us in the form of the COVID-19 pandemic since the start of the project in the winter semester 2020-2021, we are pleased to be able to present our results to you this evening in form of an exhibition and a book. Even though we would have liked to do this in person, we are now very happy that we were able to create a diverse program for this opening tonight. And everyone you will see here on camera and in the room, we are all tested and vaccinated. Wir begrüßen auch ganz besonders die chinesischen Studierenden, ohne die es dieses Projekt nicht gegeben hätte. Durch die zahlreichen Einblicke in ihr Leben wurden sie für uns während der letzten 3 Semester nicht nur zu Interview, sondern vor allem zu ProjektpartnerInnen. We would also like to greet the Chinese students without whom this project would not exist. Thanks to the many insights into their lives over the last 3 semesters, they've become not only our interview, but our project partners. From now on, the program tonight will be mainly in German, but if you have any questions, you can ask them later on in English. Nicht zuletzt brauchten wir auch einen Ort, an dem wir unsere gewonnenen Ergebnisse präsentieren konnten, die uns die Studierenden des Studiengangs International Master of Interior Architectural Design, der HFT, der Hochschule für Technik in Stuttgart, gestalterisch inszeniert haben. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Auch wenn wir es am Anfang nicht für möglich hielten, dass wir in einem so renommierten Museum wie dem Lindenmuseum ausstellen dürfen, haben wir uns natürlich über Ihre Zusage besonders gefreut. Mit der Leiterin Professor Dr. Ines de Castro und dem ganzen Haus teilten wir den Wunsch, neue Perspektiven und Stimmen in die Ostasienabteilung des Lindenmuseums zu bringen. Bei der Umsetzung, unseren vielen, vielen Fragen und ab und zu auch bei der Aufladung zahlreicher Akkuschrauber hat uns besonders Katja Scharf immer tatkräftig unterstützt. Sie wird nun im Namen des Lindenmuseums ein Grußwort an Sie richten. Sehr geehrter Herr Dr. Xiao, sehr geehrte Frau Professor Dr. Scheer, sehr geehrter Herr Professor Dr. Schmidt-Linzer, sehr geehrter Herr Göhner, lieber Herr Professor Jola und lieber Herr Dr. Dederichs, liebes Studienprojekt. Herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung Chapter Germany – Alltagserfahrung Tübinger Studierender aus China. Mein Name ist Katja Scharf und ich bin die Ausstellungskoordinatorin des Lindenmuseums.
und durfte dieses spannende Projekt von Beginn an begleiten. Normalerweise würde sie hier an meiner Stelle unsere Direktorin Prof. Dr. Ines de Castro willkommen heißen. Da sie aber zurzeit nicht in Stuttgart ist, habe ich die Ehre, dies zu tun. Chapter Germany ist ein Studienprojekt des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit dem Masterstudierenden des International Master of Interior Architectural Design, kurz IMIAD, der Hochschule für Technik Stuttgart. Einige der TeilnehmerInnen des Projekts werden Sie im weiteren Verlauf der heutigen Eröffnung auch noch persönlich kennenlernen. Zwischen der Universität Tübingen und dem Lindenmuseum Stuttgart besteht seit vielen Jahren eine sehr enge Kooperation auf verschiedenen Ebenen. Ich selbst war vor meiner Tätigkeit hier im Lindenmuseum 2 Jahre Studiengangskoordinatorin für den IMIAD. Wir freuen uns daher sehr, mit der Präsentation der Kabinettausstellung die beiden uns seit langem bekannten Studiengänge in einem Projekt zu vereinen und gemeinsam ein weiteres Kapitel, ein Chapter der Zusammenarbeit aufschlagen zu können. Die Ausstellung thematisiert individuelle Erfahrungen, Erwartungen und Wünsche der chinesischen Studierenden, die ein Kapitel ihres studentischen Lebens in Tübingen verbracht haben und dabei von ihren individuellen Eindrücken in der Ausstellung erzählt haben. Dieser multiperspektivische Ansatz ist auch dem Lindenmuseum sehr wichtig. Wir freuen uns daher sehr, dieses Projekt in unserem Haus im direkten räumlichen Anschluss an die Dauerausstellung der Ostasienabteilung zu präsentieren. Aus unserer Sicht besonders gelungen ist die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung dieses Themas in Inhalt und Gestaltung durch das interdisziplinäre Studienprojekt der 2 Hochschulen. Diese 2 sehr unterschiedlichen Perspektiven wurden in innovativer und kreativer Weise zusammengebracht. Beeindruckend waren einerseits der fachkundige Umgang mit dem komplexen Inhalt der Ausstellung und die Übertragung dieser in eine besucherfreundliche und attraktive Ausstellungsanordnung. Andererseits die professionellen gestalterischen Entwürfe, die eine hohe Sensibilität für den zur Verfügung stehenden Raum erkennen ließen. Sie standen Entwürfen, die wir von professionellen Architekturbüros, die wir sonst im Rahmen von Ausstellungsprojekten präsentiert bekommen, in nichts nach. Eine große Herausforderung für alle Beteiligte war sicher die Corona-Pandemie. Das Studienprojekt konnte zum großen Teil nur digital stattfinden, so wie auch die Eröffnung heute. Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung Corona uns nicht mehr in Atem hält. Aber leider hat sich dies nicht bewahrheitet. Bedenkt man diese erschwerten Bedingungen, beeindrucken die Ergebnisse umso mehr. Daher gilt unser größter Dank den Studierenden, die all ihr Herzblut in die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung dieser Ausstellung gesteckt haben und dabei über sich hinausgewachsen sind. Besonderer Dank gilt auch den chinesischen StudentInnen, die ihre Erfahrungen, Wünsche und Hoffnungen mit uns geteilt haben. Da auch der Aufbau der Ausstellung sich durch Corona-bedingte Ausfälle in der Fertigung auf Januar verzögert hat, mussten die Studierenden der Uni Tübingen den Aufbau der Ausstellung übernehmen, da die IMIAD-Studierenden bereits im Auslandssemester waren. Mein allergrößter Respekt, wie ihr euch in so kurzer Zeit in die komplexen Pläne eingearbeitet und keine Angst vor Akkuschrauber und Bohrer hattet. Herzlichen Dank an die Initiatoren und Betreuer des Projekts. Prof. Dr. Reinhard Jola, Direktor des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaften, sowie Prof. Wolfgang Grillitsch, ehemaliger Studiengangsleiter des IMIAD an der Hochschule für Technik. Großer Dank gebührt auch Christian Schweitzer, der Beauftragte der Hochschule für Technik, für die Betreuung der Studierenden des IMIAD sowie der Schreinerei Schuster, die kurzfristig die Produktion der Ausstellung übernommen hat. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Dr. Arno Dederichs vom China-Institut Tübingen und Kommunikationsdesigner Demian Bern wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür. Und schließlich ein herzlicher Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die beim Aufbau der Ausstellung, bei der Planung und Durchführung der Eröffnung sowie beim Rühren der Werbetrommel für die Ausstellung helfend zur Seite standen. Die Kabinettausstellung Chapter Germany ist eine besondere Bereicherung unseres Angebots für die Besucherinnen.
Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg und hoffe, dass viele BesucherInnen das außergewöhnliche Ergebnis im Lindenmuseum besuchen werden. Vielen Dank, Katja, für diese einleitenden Worte. Wir dürfen uns heute Abend aber nicht nur über ein Grußwort von Katja Schaaf freuen, sondern auch noch weitere Rednerinnen und Redner begrüßen, die sowohl virtuell als auch auf der Bühne da sind. Zunächst danken wir dem Kulturreferenten des chinesischen Konsulats, Herrn Dr. Heilong Zhao, für seine Grußwortbekundung heute Abend. Wir fühlen uns sehr geehrt über Ihr großes Interesse an unserem Projekt. Herr Dr. Zhao wird sein Grußwort live aus Frankfurt an uns richten. Okay, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Schaaf, sehr geehrte Frau Professor Scheer, sehr geehrter Herr Professor Schmidt-Glinz, sehr geehrter Herr Görner, ich freue mich sehr, an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Zuerst möchte ich Sie alle im Namen des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt herzlich begrüßen. Das von Herr Professor Jole geleitete Kulturprojekt hat mich sehr beeindruckt. Es war doch sehr interessant. Im Projekt dann hat der sogenannte People-to-People-Dialog, nämlich der gesellschaftlich-kulturelle Austausch, eine wichtige Rolle gespielt. Der kulturelle Austausch bildet eine Brücke zur Förderung der Freundschaft der deutschen und chinesischen Jugendlichen. Goethe hatte mal gesagt, wer Fremdsprache nicht kennt, weiß auch nichts von seiner eigenen. Ich glaube, bei der Kultur ist auch genau der Fall. Durch den Austausch dann kann man die beiden Kulturen doch besser kennen. Deutschland und China sind jetzt unentbehrliche Kooperationspartner füreinander. Und ein großes Potenzial in der Zusammenarbeit ist dann noch zu erschließen. Deshalb dann wird der kulturelle Austausch sicherlich auch zur Förderung der gegenseitigen Volksverständigung und der Kooperation zwischen Deutschland und China beitragen. So, ich möchte auch diese Chance benutzen, so mich bei Herr Professor Jole und allen Studenten, die an dem Projekt teilgenommen haben, herzlich bedanken. Und wünsche den Studenten doch viel Erfolg, sowohl im Studium als auch im späteren Berufsleben. Übrigens, das chinesische Neujahr, dann steht hier auch vor der Tür. Ich möchte auch diese Chance benutzen, etwas darüber zu erzählen. Das ist das Jahr des Tigers. In der chinesischen Kultur, da steht doch Tiger für Mut, Durchsetzungskraft, Optimismus und Risikobereitschaft. Ich glaube, in dieser schwierigen Pandemiezeit, dann brauchen wir genau doch so etwas. Und ich wünsche Ihnen doch im Jahr des Tigers vor allem Gesundheit und alles Gute. Und zum Schluss dann wünsche ich der Ausstellung viel Erfolg. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank, Herr Dr. Zhao, für Ihre lieben Worte und für Ihr Interesse. Im Anschluss begrüßen wir Professor Dr. Monique Scheer, Prorektorin für Internationales und Diversität der Universität Tübingen. Sie gewährte uns Einblicke in Abläufe der Universität und teilte nicht nur als Prorektorin, sondern auch als EKWlerin ihre Perspektive mit uns. Vielen Dank, Frau Scheer. Sehr geehrter Herr Konsul, sehr geehrte Frau Schaaf, sehr geehrter Herr Kollege Schmidt-Glinser, sehr geehrter Herr Göhner, liebe Studierende, liebe Gäste, ob nun in Präsenz oder virtuell an den Bildschirmen. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Namen der Universität Tübingen willkommen heißen zu dürfen. Lehrformate wie diese hier, die in eine solche Ausstellung münden, haben die allergrößte Wertschätzung der Universität. Und das hat mehrere Gründe. Erstens, neben Forschung und Lehre helfen solche öffentlichkeitswirksamen Projekte der Universität vor allem dabei, ihrem dritten Auftrag nachzukommen, dem Wissenstransfer von Forschungsergebnissen in eine breite Öffentlichkeit. Im Fächerkanon der Universität Tübingen gehört unsere empirische Kulturwissenschaft hier sicherlich zu den besonders umtriebigen und nach außen hin weit sichtbaren Disziplinen. Projekte wie dieses gehören sozusagen zum DNA des Ludwig-Uhland-Instituts für empirische Kulturwissenschaft.
Sie sind seit 50 Jahren in der fortgeschrittenen Lehre verankert und sind inzwischen ein wesentlicher Markenkern des Faches geworden, das hier Pionierarbeit in innovativen Lehrformaten geleistet hat, wenn ich das als EKWlerin so sagen darf. Das forschende Lernen ist noch immer integrierter Bestandteil des Masterstudiums Empirische Kulturwissenschaft, und zwar in allen drei Profillinien: Diversität, Kulturanalyse des Alltags und Museum und Sammlungen. Und damit komme ich zum zweiten Grund. Studienprojekte vermitteln eine Vielzahl praxisbezogener Kompetenzen. Dass die Forschungsergebnisse heute sogar hier im Lindenmuseum präsentiert werden können, das ist ein besonderes Glück. Es ermöglicht den Studierenden doch gleichzeitig auch einen eindrücklichen Einblick in ein äußerst attraktives Berufsfeld. Sehr geehrte Frau Scharf, haben Sie daher auch vielen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit. Ich sehe diese Kooperation mit einem renommierten Haus wie dieses auch als Auszeichnung unserer EKW. Eine Bestätigung für Ihre Leistungsstärke, Ihre fachliche Reputation und Ihr Standing als wichtigen Dialogpartner in der Region. Ein weiterer Grund, weshalb die Uni solche Projekte wertschätzt. Mit der zusätzlichen Kooperation des China-Zentrums in Tübingen ist es ein Musterbeispiel für die inner- wie außeruniversitäre Vernetzung der empirischen Kulturwissenschaft hier in Tübingen. Im Namen der Universitätsleitung möchte ich daher besonders den Studienprojektleitern, Herrn Professor Reinhard Jola und Herrn Dr. Anno Dederichs, danken, sowie allen Studierenden, die diese Ausstellung im letzten Sommersemester mit so großem Engagement konzipiert und designt haben. Darunter nicht nur Studierende aus Tübingen, sondern auch Studierende und Lehrende der Hochschule für Technik Stuttgart. Durch Ihre wertvolle Forschungsarbeit und tatkräftige Organisation dürfen wir heute eine einmalige und instruktive Ausstellung erleben. Herzlichen Dank dafür. Als Prorektorin für Internationales und Diversität freue ich mich dabei natürlich besonders auch über die internationale Ausrichtung des Projekts. And here I would like to thank the 26 students from China who have been invaluable project and interview partners. They made this project possible by sharing information about their lives here in Germany. So thank you, dear students, for supporting this endeavor. Die Erforschung aus der Alltagsperspektive, wie internationale Studierende, zumal aus China, unser Unileben erfahren und wahrnehmen, ist auch für die Arbeit unseres International Office in der Universität sehr interessant und von daher unmittelbar relevant für die Universität insgesamt. Und dass dies in der kritisch-theoretischen Tradition des Ludwig-Uhland-Instituts geschieht, ist gerade recht. Das bereichert ungemein unsere Arbeit in der Univerwaltung. Schließlich möchte ich einen ganz persönlichen Glückwunsch äußern für diese Ausstellung, die unter wirklich schwierigsten Bedingungen zustande gekommen ist und erarbeitet wurde, liebe Studierende. Ich bewundere das, dass Sie das geschafft haben. Ansonsten komme ich zu Schluss, wünsche alle einen angenehmen Abend und einen anregenden Einblick in das Ausstellungsprojekt. Vielen herzlichen Dank. Für Ihre sehr lieben Worte, da freuen wir uns sehr drüber und natürlich auch über die Unterstützung der Universität. Und wie Sie es so schön gesagt haben, solche Projekte sind die DNA der empirischen Kulturwissenschaft. Das gibt uns natürlich nochmal richtig viel Motivation. Außerdem freuen wir uns heute auf einleitende Worte von Professor Dr. Hellwig Schmidt-Glinzer. Er ist Direktor des China-Zentrum Tübingen. Und seine wohlwollende Bereitschaft zur Kooperation und die interessanten Denkanstöße haben uns immer bei unserer Forschung sehr weitergeholfen. Sehr verehrte Frau Scharf, sehr geehrter Herr Konsul Chiao nach Frankfurt, sehr verehrte liebe Frau Prorektorin Scheer, sehr geehrter Herr Göhner, liebes Ausstellungs- und Projektteam, meine Damen und Herren, für mein heutiges Grußwort habe ich den Titel des 1895 eines Romanes gewählt, den der 1895 in Fujian geborene Lin Yutang 1948 veröffentlicht hat. Er heißt Chinesenstadt.
Diesen Titel habe ich für mein heutiges Grußwort gewählt, weil 45.000 Studentinnen und Studenten aus China doch eine deutsche Kleinstadt ausmachen. Und so kann man sich vorstellen, dass alle hier bei uns derzeit studierenden Chinesinnen und Chinesen sich einmal in einer Stadt versammeln. Nun spielt der 1948 erschienene Roman Lin Yutangs im Jahr 1955 ist er in Deutsch in Stuttgart erschienen, spielt dieser Roman in New York und hat ursprünglich den Titel Chinatown Family. Diese Nuance Family ist nun wichtig, denn es unterscheidet ja die aus China nach Deutschland kommenden Studierenden, dass sie hier eben keinen Familienanschluss vorfinden, wie seinerseits Lin Yutang in New York. Er wurde wie viele andere in den Vereinigten Staaten ankommende Chinesen, viele auch an der Westküste in Kalifornien von Verwandten, Freunden oder Bekannten empfangen. Ich will nun nicht darüber nachdenken, ob es wünschenswert wäre oder nicht, bei uns Chinatowns zu haben. Ich kenne einige, die dies gut fänden. Wichtiger scheint mir, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass sich in China vieles geändert hat. China ist inzwischen ein Land mäßigen Wohlstands geworden. Auch ist es kein Land mehr, welches auf junge Menschen wie in früheren Jahren verzichten möchte. Daher sind die Verhältnisse heute gegenüber vor 100 Jahren gänzlich andere. Und es ist daher umso mehr zu begrüßen, wenn heute junge Menschen aus China zu uns nach Deutschland zum Studieren kommen, um hier einen Teil ihrer Ausbildung, ein Chapter, deswegen heißt die Ausstellung wohl auch so, zu suchen. Dass wir in Deutschland keine Chinatowns haben, hat auch etwas mit der anderen Form der Städte zu tun, die wir in Deutschland und Kontinentaleuropa haben. Dies könnte noch wichtiger werden, als es derzeit erscheint, wenn wir nämlich den durch Social Distancing erlittenen Weltverlust wieder zu heilen oder rückgängig zu machen versuchen. Dann vielleicht spielt die Stadt und die Freiheit der Polis wieder eine Rolle, die in den letzten Jahrzehnten kaum einer so prägnant aufrief wie Hannah Arendt. Es gilt noch etwas anderes zu bedenken, nämlich die weit verbreitete Angst vor China, die schon zu Beginn der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie der Soziologe Stefan Lessenich in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift »Das Virus bringt das Verdrängte zurück« auf den Punkt brachte. Da ist es umso erfreulicher, dass sich in dieser Zeit das Institut für empirische Kulturwissenschaft den aus China kommenden Studierenden an der Universität Tübingen zugewandt und mit dem China-Zentrum daran gemacht hat, im Geiste freier Bürger und urbaner Selbstorganisationsvorstellungen dieses Projekt durchzuführen. Das macht Hoffnung. Ich danke Herrn Kollegen Reinhard Johler und dem CCT-Team, vor allem Anno Dederichs, für die Durchführung dieses Projektes in angespannten Zeiten. Ganz besonders aber danke ich allen Studierenden, die zu diesem Projekt in vielfältiger Weise beigetragen haben und dadurch in der Zeit eines zunehmenden internationalen Verständigungsnotstandes als Weltbürger, Global Citizens könnte man auch sagen, agierend dringend notwendige Dialogräume geschaffen haben und die hoffentlich weiter aufrechterhalten. Das China-Zentrum Tübingen, welches als eine seiner Überschriften proklamiert, durch Wissenschaftsdialog die Horizonte aufbrechen, will gerade zur Vertrauensbildung auf allen Ebenen beitragen. Da hätten wir gar kein besseres Projekt ausdenken können, als es uns Herr Professor Johler und sein Institut gewissermaßen in den Schoß legte. Wenn wir nun in den nächsten Wochen die Ergebnisse dieses Projektes hier in Stuttgart im Lindenmuseum präsentieren werden, so soll damit auch darauf hingewiesen werden, wie wichtig für die Internationalisierung der Wissenschaft und der Gesellschaft solche Projekte sind, die uns auch selber aufklären. Denn die Globalisierung schreitet voran, sie wird sich verändern, aber nicht aufhören, und sie wird, wie es Hermann Simon, der Spezialist für Hidden Champions, die es ja in Baden-Württemberg in besonderer Zahl gibt,
dass dieser Spezialist für Hidden Champions sagt, mit ihren für unternehmerisches Handeln veränderten Rahmenbedingungen wird die Entwicklung von Firma und Mannschaft zu Weltbürgern eine Voraussetzung für die weitere Globalisierung sein. Wir müssen uns daher weiter über Auslandsstudium und Gastfreundschaft und natürlich auch über Migration verständigen. Solche Weltbürgerschaft brauchen wir in den Städten. Und wenn ich jetzt noch weitersprechen könnte, würde ich über das Thema Weltbürgerstadt nachdenken, welches ja eine heutige moderne Universität sein will. Ich bin dankbar dafür, dass ich in Tübingen an diesem Vorhaben Weltbürgerstadt und wir im China-Zentrum Tübingen mit anderen zusammen, wie hier mit dem Institut für empirische Kulturwissenschaft, an solchen Formen der Gemeinschafts- und Vertrauensbildung mitwirken dürfen. Übrigens auch in Zeiten der Pandemie, in der immer wieder vom Sterben und vom Tod die Rede ist, wovor wir uns zu schützen suchen und schützen müssen und dabei leicht vergessen, was der große Fotograf, der am 31. Oktober 1920 in Berlin geborene Helmut Newton, er ist 1920 in Berlin als Helmut Neustädter zur Welt gekommen, was dieser einmal zum Tod formuliert, ich zitiere, er kommt entweder zu früh oder zu spät. Gerade deswegen wollen wir das Leben und das urbane Miteinander nicht vernachlässigen. In diesem Sinne, vielen Dank allen Beteiligten. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmidt-Glinzer, für Ihr sehr interessantes Grußwort. Und wir haben auch jetzt wieder viel mitgenommen, wie auch schon in den Seminaren zuvor, wo Sie uns immer mit Ihrem reichlichen Wissen gut zur Seite gestanden haben. Und wir haben ein gutes Fundament für unser Projekt erlangen können. Danke. Abschließend wird uns Herr Diplom-Ingenieur Bernd Göhner als Vorsitzender des Vereins Freunde der Hochschule für Technik Stuttgart stellvertretend für die HFT seinen Gruß übermitteln. Damen und Herren, darf Sie auch alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier ein Grußwort sprechen darf heute Abend für den Verein der Freunde der Hochschule für Technik. Und ich denke auch im Namen der Hochschule selbst. Auslandsaufenthalte dienen der Erweiterung des Horizonts, das wissen wir alle. Und gerade chinesische Studierende sind dafür bekannt, dass sie das ausführlich machen. Das ist gut so. An der Hochschule für Technik gibt es aber gerade mal 8 Studierende aus China. Das sind gerade mal 2 Promille der gesamten Studierenden. Das ist nicht sehr viel. Aber gerade in dem Studiengang, der dieses Projekt hier mitgestaltet hat, ist eine Studierende aus China mit dabei. Das ist der IMIAD-Studiengang bei uns, International Master Course of Interior Architectural Design, also Masterstudiengang der Innenarchitektur. Dieser Studiengang ist international angelegt mit Partnerhochschulen in Indien, in der Türkei, in der Schweiz, in den USA und natürlich in China. An der Tongji-Universität in Shanghai findet da ein Austausch statt. Und die Studierenden dieses Studiengangs müssen auch ins Ausland gehen, um den Master zu erlangen. Deshalb ist heute Abend leider auch der Kurs komplett abwesend, weil die alle schon wieder weitergezogen sind und im Ausland woanders tätig sind. Die IMIAD-Studierenden der Hochschule für Technik haben sich bei diesem Projekt eingebracht in Form der Gestaltung der Ausstellung und, wie ich gehört habe, aber auch in der Präsentation der Ergebnisse, was bereits irgendwie in die Fragestellungen schon mit eingeflossen ist. Welche Fragen stelle ich? Wie kann ich denn die Ergebnisse nachher darstellen? Auch da ist das Know-how der Innenarchitekten mit eingeflossen. Bis hin zur Gestaltung der Möbel, die für diese Ausstellung gemacht wurden. Die Tischlerarbeiten wurden auch von den Innenarchitekten mitgestaltet.
Heute sind wir nur im kleinen Rahmen bei dieser Eröffnung, aber die Öffentlichkeit wird Zugang haben zu dieser Ausstellung. Und es ist natürlich für Studierende eine außergewöhnliche Gelegenheit, hier im Lindenmuseum in Stuttgart eine Ausstellung mitgestalten zu können. Das gilt nicht nur für die Studentinnen und Studenten der Universität Tübingen, die die Ausstellung, ja, die Ergebnisse beigetragen haben, sondern natürlich auch ganz enorm für die Innenarchitekten, die sich hier in die Ausstellung einbringen konnten. Wegen dieser großen Außenwirkung war es für uns vom Verein der Freunde klar, dass wir dieses Projekt unterstützen finanziell. Das dient nicht nur der Darstellung der Kreativität der Studierenden, sondern natürlich auch ganz enorm für die Außenwirkung der Hochschule selbst. Und das in Stuttgart, 500 Meter von der Hochschule weg, ist natürlich eine tolle Sache für uns. Ja, die chinesischen Studierenden knüpfen hier Kontakte in Deutschland, auch zu Deutschen natürlich. Wir wissen, sie sind viel unter sich. Das wird die Ausstellung sicher zeigen. Bin gespannt auf die Ergebnisse. Aber natürlich knüpfen sie auch zu uns in internationale Kontakte. Und diese Kontakte sind enorm wichtig für die Völkerverständigung, fürs friedliche Zusammenleben auf unserer Erde. Und wenn Sie zurückgehen in Ihr eigenes Land, können Sie von diesen Kontakten profitieren. Ich war selbst während meinem Studium im Ausland und habe dort heute noch Kontakte hin. Das ist über 30 Jahre her, aber immer noch eine tolle Erfahrung im Rückblick. Wie ich eben gehört habe, war die Zusammenarbeit zwischen der Uni Tübingen und der Hochschule für Technik Stuttgart sehr gut. Zwischen den empirischen Kulturwissenschaften und den Innenarchitekten. Und ich möchte anregen, dass diese Zusammenarbeit bei weiteren Projekten vertieft, erweitert wird, fortgesetzt wird. Würde mich sehr freuen. Und wir würden das auch dann weiter unterstützen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei den Studierenden aus Tübingen. Vielen Dank für diese tolle Arbeit und natürlich ganz herzlichen Dank an die IMIAD-Studierenden für die Konzeption der Ausstellung und die tolle Arbeit. Jetzt wünsche ich der Ausstellung viele Besucher, viel Erfolg, viel Presse in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, es wird gut darüber berichtet und viel darüber berichtet. Und ja, vielen Dank an Sie alle und gutes Gelingen für das weitere Projekt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Göhner. Auch wir haben sehr viel gelernt in der Zusammenarbeit mit den IMIAD-Studierenden, wie man zum Beispiel eine Ausstellung gestaltet. Und es war für uns auch ganz spannend. Wir danken Ihnen allen, die heute Abend ein Grußwort gehalten haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie alle haben sich jetzt sicher schon gefragt, wie unser Projekt eigentlich abgelaufen ist. Wie auch unsere PartnerInnen während ihres Aufenthalts, also ihrem Chapter Germany, haben auch wir ganz viele neue Erfahrungen gesammelt. Wir möchten Sie mitnehmen, diese Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Aber erstmal von vorne, vom Ankommen und natürlich vom Kennenlernen der ProjektpartnerInnen über die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern bis hin zur Umsetzung der Ergebnisse werden Ihnen Fabian und Luisa berichten. So viel zum Wie. Aber welche Inhalte stehen denn jetzt eigentlich im Katalog und in der Ausstellung? Diese Frage werden uns Henriette und Marie beantworten. Und natürlich möchten wir auch einen kleinen Zwischenstopp in unserer Ausstellung einlegen. Und damit gehen wir über an Luisa und Fabi. Nun möchten wir noch einmal an den Anfang unserer nun bald eineinhalbjährigen Reise springen. Ehrlicherweise waren wir zu Beginn alle selber noch sehr planlos und wussten nicht so ganz, was wir von dem Projekt erwarten sollten, zumal das Thema für uns selber noch fremd und neu war. Das Jena-Zentrum Tübingen, vor allem in Person von Dr. Anno Dederichs, war von Beginn an dabei und hatte zuvor schon einen Aufruf gestartet, um chinesische Studierende aus Tübingen zu finden, die gemeinsam mit uns das Projekt bestreiten sollten. Der Beginn des Projekts fiel auch in die Zeit des langen Corona-Winter-Lockdowns. Eine Zeit, in der sich nur zwei Haushalte treffen durften, Cafés, Bars, Diskotheken geschlossen waren und die Uni nur durch den Bildschirm greifbar war.
Das Projekt bot damit also chinesischen Studierenden eine tolle Chance, Tübinger Studierende kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, ja vielleicht sogar Freundinnen zu finden. Vielen von uns ging es zu Beginn unseres Studiums auch nicht anders. Luisa, wann bist du nach Tübingen gekommen? Das war im April 2020. Also in einer ganz ähnlichen Situation. Einige andere von Ihnen draußen an den Bildschirmen können das sicherlich auch nachvollziehen. 26 chinesische Studierende haben sich also auf den Aufruf hin gemeldet. Unsere PartnerInnen für das Projekt wurden uns dann zufällig zugelost. Sich in einer solchen Situation kennenzulernen, zumal wir uns vorher nie gesehen hatten und auch nicht wussten, wer da vorne gleich ums Eck kommen würde, das war ein Abenteuer, aber ein schönes. Wir gingen zu zweit spazieren, wir trafen uns online zum Reden, zum Austauschen, aber auch manchmal für ein paar Spiele. In den nächsten Tagen, Wochen, Monaten entwickelte sich eine immer vertrautere Umgebung. Fremde wurden zu Bekannten, teilweise auch zu guten Freundinnen. Wir gingen öfter gemeinsam Kaffee trinken, haben gekocht, haben Restaurants besucht oder sind auch mal zusammen klettern gegangen. Einige unserer PartnerInnen sind bereits nach China zurückgekehrt. Manche mögen jetzt meinen, der Kontakt würde da abbrechen. Das stimmt aber ganz und gar nicht. Trotz der Distanz und dem Zeitunterschied tauschen sich meine Partnerin und ich beispielsweise immer noch regelmäßig aus. Tübingen, Peking und zurück. Durch das Projekt sind also auch echte Freundschaften entstanden. Ja, auch bei mir läuft es da ähnlich. Am Anfang habe ich mir noch Gedanken gemacht, wie das wohl sein wird, wenn ich mich mit zwei zufällig zugelosten Personen so gut verstehen soll, dass auch wirklich ein Austausch passiert. Inzwischen weiß ich, dass die Sorge unbegründet war und ich erinnere mich immer gerne zurück an gemeinsame Ausflüge und Aktionen. Zum Beispiel die ersten Präsenztreffen, die in Corona wirklich nur 1:1 möglich waren. Oder Spaziergang nach Bebenhausen, der leckere Hotpot-Abend oder einfach mal auf dem Eis in der Altstadt. Man kann sich jetzt vielleicht fragen, was hat das eigentlich mit Forschungsarbeit zu tun? Wir sind ja auch ein Studienprojekt und kein Buddy-Programm. Und irgendwie haben wir auch die Ausstellung geschaffen und ein Begleitband, der über 300 Seiten umfasst. Die Antwort? Wir wollen den Alltag der Studierenden aus China kennenlernen. Und das klappt eben nur, wenn wir auch an ihrem Alltag teilhaben. Natürlich haben wir aber auch handfesteres Material erstellt. In zwei Runden, im März und Juni 2021, interviewten wir unsere jeweiligen Partnerinnen. Dazu benutzten wir zwar die gleichen Leitfragen, versuchten aber, die Interviews recht offen zu gestalten, damit unsere Projektpartnerinnen erzählen konnten. Dabei entstanden am Ende über 50 Stunden an Interviewmaterial. Das haben wir kodiert, also verschlagwortet und in ein gemeinsames System zusammengeführt. So konnten wir EKW-Studierende nicht nur die Interviews unserer eigenen Partnerinnen zugreifen und mit denen arbeiten, sondern hatten einen Pool an dem ganzen Interviewmaterial zur Verfügung. Die Codes halfen uns aber auch dabei, thematische Schwerpunkte zu setzen, die dann den Rahmen für Ausstellung und Katalog schafften. Ganz wichtig in unserem ganzen Projekt war uns aber, dass wir nicht über die Studierenden sprechen, sondern mit ihnen. Auch wenn es am Ende wir EKW-Studierenden waren, die den Katalog zusammenstellten und auch die Ausstellung, so haben wir versucht, unsere Partnerinnen in möglichst vielen Bereichen mit einzubeziehen. Zum Beispiel in der Farbwahl der Ausstellung, aber auch ganz konkret inhaltlich. Einige der Studierenden haben auch jetzt Texte verfasst, die für die Ausstellung und den Katalog verwendet wurden. Jetzt sind also auch ganz viele unserer Partnerinnen gespannt, wie das Endergebnis geworden ist. Ich weiß auch, dass einige von euch jetzt direkt hinterm Bildschirm sitzen und uns mit zuschauen und anschauen und vielleicht auch ein bisschen anfeuern. Wir hätten uns gefreut, wenn ihr heute Abend alle mit uns vor Ort sein könntet und wir hätten super gern mit euch angestoßen. Aber das holen wir nach und ich freue mich jetzt schon richtig, mit euch dann auch gemeinsam durch die Ausstellung zu gehen. Damit wären wir wieder hier vor Ort gelandet, im Lindenmuseum. Mit der Ausstellung Schwieriges Erbe und einem neuen Ansatz mit Fragen wie, wer spricht eigentlich, was kommt ins Museum und wer wird repräsentiert, haben wir unserer Meinung nach einen guten Platz und einen guten Anknüpfungspunkt für unsere Ausstellung gefunden. Unser Ziel war von Beginn an, einen bisschen anderen Blickwinkel einzunehmen. Nicht über fremde Kulturen zu sprechen, sondern einen Einblick in den Alltag der Menschen zu bekommen und jetzt auch zu geben, die hierher kommen, die hier leben, die hier studieren. Das stand auch in Gesprächen mit dem Museum von Anfang an sehr im Vordergrund und deshalb hatten wir von Anfang an selber auch ein sehr gutes Gefühl dabei, die Ausstellung hier zu planen. Trotzdem ist uns natürlich immer wieder das übliche Problem begegnet, der Giftzwerg Corona, wie unser Projektleiter Professor Jola die Pandemie so liebevoll getauft hat. Wie sollten wir Räumlichkeiten
und die Ausstellung, an die wir anknüpfen sollten, anschauen, wenn das Museum geschlossen ist. Einfach hinfahren und reingehen. Das hat so für eine lange Zeit nicht funktioniert. Die Mitarbeiterinnen im Homeoffice, der Betrieb im Museum nur auf Sparflamme. Wenn wir aber betrachten, was jetzt 2 Stockwerke über uns daraus entstanden ist, dann sehen wir, dass wir trotz vieler Widrigkeiten, die uns in den 1,5 Jahren begegnet sind, immer kühlen Kopf bewahrt haben und die Ausstellung so heute hier eröffnen können. Die Ausstellung designt, das haben aber andere, nämlich Studierende des Studiengangs International Master of Interior Architectural Design, kurz IMIAD, der HFT Stuttgart. Eine Kooperation zwischen der EKW und HFT-Studierenden gab es auch schon in früheren Studienprojekten und so bestand bereits der Kontakt zwischen unserer Projektleitung in Person von Herrn Jola und dem IMIAD-Studiengang in Person von Wolfgang Grillitsch. Bereits im Wintersemester 2020/21 durften wir Studierende eines IMIAD-Kurses kennenlernen, die uns unter der Kursleitung von Herrn Grillitsch und Christian Schweizer einen Leitfaden zum Sammeln für unser Ausstellungsprojekt erstellten. Während die Leitung auch im darauffolgenden Semester dieselbe blieb, so bereicherten nun 6 neue Studierende unser Kooperationsprojekt. Sie arbeiten im Sommer intensiv an einem Ausstellungskonzept für die von uns gesammelten Inhalte. Wir EKW-Studierende durften bei ihren Seminarsitzungen dabei sein, konnten den kreativen Prozess miterleben und immer wieder auch unsere eher laienhaften Fragen und Anmerkungen beisteuern. Aus einzelnen Entwürfen wurde ein Konzept weiterentwickelt und bis zum Ende des Semesters immer wieder überarbeitet und optimiert. Als studentische Hilfskraft blieb Judith Lapp dem Projekt auch nach Ende unseres Seminars erhalten und übernahm die Leitung des Designprojekts und die Kommunikation zur Tischlerei und zu Druckereien. Auch hier kamen uns aber immer wieder unerwartete Fallstricke in den Weg. Zum Beispiel, als Holz auf einmal als Baustoff viel teurer wurde und wir mit Lieferengpässen kämpfen mussten. Und am Ende, wie könnte es anders sein, spielte uns auch Corona nochmal einen Streich, weswegen wir erst in den letzten 2 Wochen mit dem Aufbau starten konnten. Für einige von uns wurde das Lindenmuseum in den letzten Tagen zu einer Art zweiten Heimat. Und als wir letzten Mittwoch einen Raum betraten, der so aussah, als hätte man IKEA ausgeraubt und die Einzelteile verstreut, da konnten wir nur die Daumen drücken, dass das wirklich alles noch was wird. Aber nach einiger Puzzlearbeit und einem kleineren oder größeren Aufbaumarathon freuen wir uns umso mehr, dass wir heute Ihnen und euch das Ergebnis unserer Arbeit vorstellen können. Damit gebe ich jetzt das Wort an Urania Amperidou, Jasmin Kellmann, Beate Kreinikow, Aline Riedle, Cornelia Richter und Shuai Chang. Also, Film ab! Sehr geehrte ZuschauerInnen, mein Name ist Jasmin Kellmann und ich begrüße Sie ganz herzlich an den digitalen Endgeräten Ihrer Wahl. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute auf eine Premiere mitzunehmen. Wir befinden uns unverkennbar im Lindenmuseum in Stuttgart und vor den Toren der Ostasienabteilung. Hinter dieser Tür befindet sich auch unsere Kabinettausstellung Chapter Germany – Alltagserfahrung Tübinger Studierende aus China. Ich nehme Sie jetzt mal mit rein. Best Wishes und viel Glück! Diese bunten Postkarten stammen aus den Heimatstädten unserer chinesischen PartnerInnen, die an das Projekt geschickt worden sind, um die Vielfalt an Herkunftsorten darzustellen. Wie gehen Sie jedoch damit um, in Deutschland, in Tübingen und dem sogenannten Fremdenalltag anzukommen? Dabei zählt auch der erste Eindruck. Viele empfinden die Häuserfront an der Neckarbrücke als den schönsten Ort in Tübingen. Dort werden auch gerne die ersten Fotos gemacht und Eindrücke festgehalten. Jedoch müssen zuerst organisatorische Angelegenheiten erledigt werden, wie Geld wechseln, bevor der Spaß beginnt. Und durch die Universität, die WG oder neue Freundschaften unsere chinesischen PartnerInnen wirklich ankommen. Sprache ist ein Thema, das all unsere PartnerInnen bewegt.
denn niemand kann auf seiner, ihrer Muttersprache studieren. Alle mussten die Sprache erst in der Schule, im Studium oder auf sonstige Art und Weise erlernen. Das fällt dem einen bekanntlich leichter als dem anderen. Hong Kun, der zuerst für eine Summer School nach Deutschland gekommen ist, um die Sprache zu lernen, hat uns erzählt, wie er ein älteres Ehepaar nach dem Weg zu einer Bushaltestelle fragte, nur um sein Deutsch zu testen. Listen to me. Laut deutscher Grammatikbücher wird dieser Imperativsatz nur benutzt, wenn man eine oder mehrere Personen persönlich oder direkt anspricht. Aber was genau muss gehört werden? Wer muss sich das anhören? In diesem Raum werden 8 Studierende aus China über ihre individuelle Erfahrung berichten. Begegnungen auf der Straße, Alltag im Wohnheim und Diskussionen im Seminar. Aber diese Erfahrungen reflektieren oft die nicht so schöne Seite menschlicher Begegnungen. Rassismus und Stereotypen. Manchmal verstecken diese beiden sich geschickt hinter einer Frage. Ist du rund? Hast du die Freiheit in China? Manchmal werden sie aggressiv. Jede Erfahrung ist einzigartig. Jedes Gefühl und jeder Blick verdient Aufmerksamkeit. Now, welcome to sit down and listen to me. Diese Fotografie der Tübinger Neckarbrücke mit Stocherkahn fahrenden Studierenden passt ganz hervorragend zur Metaphorik der chinesischen Sprache. Pyeong, das ist die Wasserpflanze. Shui, das ist das Wasser. Xiangfeng bedeutet sich begegnen. Liest man all diese Characters zusammen, bedeutet das, jeder einzelne Mensch bewegt sich im Wasser wie eine Wasserpflanze, treibt durch Gewässer ohne festen Wohnsitz und der Zufall führt uns zusammen wie Wasserpflanzen, die sich ineinander verhaken. So findet Begegnung statt. Nun nähern wir uns dem Studizimmer der Ausstellung. Hier verbrachten unsere Partnerinnen wohl die meiste Zeit des Studiums. Denn der Alltag in den letzten 1,5 Jahren war geprägt von der Corona-Pandemie. Ein jeder, der in Tübingen wohnt, hat wohl schon einmal so ein Tagesticket in der Hand gehalten. Dieses hier ist von Yushu. Viele unserer PartnerInnen wohnen im Studierendenwohnheim und hatten dort auch ihren Hauptkontakt mit anderen Studierenden. Gemeinsames Kochen ist hier oft eine gute Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Das Studium an der Universität ist der Hauptgrund, weshalb unsere PartnerInnen nach Tübingen gekommen sind und landeten während der Corona-Pandemie im WG-Zimmer statt in den Universitätsräumen. Durch Tablet, Laptop und PC wurde die Digitalisierung nicht nur an der Uni, sondern auch in der Freizeit etabliert. Somit dokumentiert dieser Splitscreen die Aktivitäten während des Studienprojekts und der Freizeit. Während der Corona-Pandemie fand die Universität digital über Zoom-Meetings und Breakout-Rooms statt. Darüber erzählt Bella in ihrer Anekdote. Sie lernte aufgrund des virtuellen Kontakts ihre ProfessorInnen und KommilitonInnen nicht kennen. Da sie mehrheitlich ihre Studienzeit in ihrem WG-Zimmer im Wohnheim verbrachte, empfindet sie ihren zukünftigen universitären Abschluss als Dormitory Degree. Die verbrachte Zeit im Wohnheim während den Uni-Veranstaltungen wird durch diese Hausschuhe symbolisiert. Die Uni Tübingen möchte an ihrer China-Kompetenz arbeiten. China-Kompetenz, ein beflügeltes Wort. In unserem Projekt begegneten wir dem Begriff immer wieder. Ist es denn überhaupt möglich, Kompetenz über ein Land zu erlangen? Müsste es dann nicht auch eine Deutschland-Kompetenz geben?
Ist der größte gemeinsame Nenner für die Persönlichkeit eines Menschen dessen Herkunft? Oder gibt es da noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Generationszugehörigkeit oder der Zukunftsentwurf? Wir kommen nun zu unserem Konzept der Ausstellung. Bestimmt ist Ihnen unser buntes Farbschema aufgefallen. Diese Farben schaffen eine Verbindung zwischen Tübingen und China und sind im engen Austausch mit unseren chinesischen Partnerinnen entstanden. Auch die Holzkonstruktion ist ein verbindendes Element. Es erinnert uns an die vielen Fachwerkhäuser aus der Tübinger Altstadt, aber auch an Facetten chinesischer Architektur und Baukunst. Sie haben die Möglichkeit, unsere Ausstellung auf unterschiedlichen Textebenen zu erfahren. Haben Sie schon die QR-Codes entdeckt? Sie dienen dazu, einen Perspektivwechsel zu wagen. Unterschiedliche Studierende aus China geben ihre persönliche Einschätzung zu den einzelnen Themenbereichen. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Kommen Sie doch vorbei und überzeugen Sie sich selbst und stöbern Sie durch unseren Ausstellungskatalog, welchen Sie beim TVV oder im Museumsshop erwerben können. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Führung durch die Ausstellung. Und ganz ehrlich, wenn Ihnen das jetzt keine Lust gemacht hat, so schnell wie möglich selbst im Lindmuseum vorbeizukommen und sich die ganz in Ruhe anzuschauen, dann weiß ich auch nicht. Ja, nachdem wir jetzt schon einiges über unser Vorgehen, über Methoden und Forschungsschwerpunkt erfahren haben, möchten wir beide noch ein bisschen mehr über die Inhalte sprechen. Aus dem gesammelten Interviewmaterial arbeiteten wir gemeinsam 6 Forschungsthemen heraus, die von jeweils 2 von uns bearbeitet wurden. Diese finden sich sowohl in den Themenbereichen der Ausstellung, wie Sie gerade schon gesehen haben, als auch in den 6 von uns geschriebenen Kapiteln im Buch wieder. Zusätzlich zu unseren Forschungsarbeiten sind sowohl in der Ausstellung als auch im Buch Beiträge von unseren chinesischen Partnerinnen zu finden. Auszüge aus den Interviews, Anekdoten und Bilder, die einen Einblick in die Forschungszeit gewähren. Wir werden jetzt einen kurzen Überblick über die 6 Themen geben. Katrin Brück und Marie-Therese Pecher beschäftigen sich im ersten Kapitel mit dem Ankommen im fremden Alltag, mit den alltäglichen Herausforderungen, denen sich unsere Partnerinnen ganz besonders nach ihrer Ankunft in Tübingen stellen mussten. Hierbei spielen neben dem theoretischen Konzept der Fremde auch aktive Praktiken des Belongings in der neuen Umgebung eine zentrale Rolle. Sie untersuchen, inwiefern soziale Kontakte, Wohnort, Lieblingsorte, tägliche Routinen und Essen dabei helfen, sich in einer neuen, fremden Umgebung zurechtzufinden, anzukommen und zugehörig zu fühlen. Cornelia Richter und Fabian Stöckel thematisieren in ihrem Kapitel die Rolle von Sprache im Alltag der chinesischen Studierenden. Während der Interviews stellte sich Sprache als eine der größten Herausforderungen im Leben unserer Partnerinnen in Tübingen heraus. Je nach Studienfach waren die Kurse entweder auf Englisch oder in Deutsch abgehalten. Aber auch außerhalb des universitären Kontexts sind Sprachkompetenzen wichtig, nicht zuletzt um ein Gefühl der Zugehörigkeit herzustellen. Auf welche Probleme, Möglichkeiten und Lösungen unsere Partnerinnen gestoßen sind, wird hier präsentiert. Urania Amperidou und Beate Kreinikow fokussieren sich in ihrem Kapitel auf die Erfahrungen der Partnerinnen an der Universität. Sie gehen zum einen auf die Gründe für das Auslandsstudium an der Uni Tübingen und die Erwartungen der Partnerinnen ein, zum anderen auf die Erfahrungen mit dem Online-Studieren während der Corona-Pandemie und auf die Herausforderungen, die so ein Auslandsstudium generell mit sich bringt. Ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, als typische Mikroaggressionen verdient Alltagsrassismus unsere Aufmerksamkeit. Diesem Thema widmen sich Luisa Vögele und Joy Zhang. Sie ergründen den Ursprung und Auswirkungen von Stereotypen und untersuchen, welches Bild Medien in diesem Prozess zeichnen. Dazu beleuchten sie 4 Fälle zwischenmenschlicher Begegnungen aus dem Alltag unserer Partnerinnen. Auf diese Weise wird die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Alltagsrassismus thematisiert. Jasmin Kellmann und Aline Riedle lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Zukunftsvorstellungen der chinesischen Studierenden. Sie betrachten die Zukunft als ein Phänomen der Gegenwart, weil sie im Hier und Jetzt ausgehandelt und imaginiert wird. Inwiefern beeinflusst vielleicht auch der Aufenthalt in Tübingen die Zukunftsvorstellungen der Studierenden? Sie beschäftigen sich mit Möglichkeiten und Grenzen, mit Hoffnungen und Erwartungen.
Popkultur kann dabei ein verbindendes Element und eine Begegnungsebene sein. Abschließend erkunden sie generationelle Unterschiede und Selbstverständnisse. Alles, um zu sehen, was es braucht für das gute Leben. China-Kompetenz ist ein Begriff, der im Diskurs über China in Deutschland sehr präsent ist. Um sich diesem eher abstrakten Begriff und Konzept anzunähern, haben Henriette Schneider und Leonie Winterpacht mit Vertreterinnen der Universität sowie mit den chinesischen Studierenden gesprochen und nach ihrem Verständnis von China-Kompetenz gefragt. Das ursprünglich aus dem International Business stammende Konzept wird in seiner Notwendigkeit im universitären Kontext hinterfragt. Der Begriff soll ausgeweitet werden und auf Begegnungen und persönliche Erfahrungen umgelenkt werden. Ja, und was haben wir jetzt eigentlich gelernt und mitgenommen aus unserem Chapter-Studienprojekt? Als KulturwissenschaftlerInnen werden wir ganz oft gefragt, und was hast du jetzt herausgefunden? Was ist dein Ergebnis? Und das ist meistens gar nicht so einfach zu beantworten, denn in der Regel gibt es nicht die eine Erkenntnis oder das eine Ergebnis der Forschung. Und auch bei unserer Forschung fürs Projekt gab es das nicht. Die Ergebnisse, die sind vielfältig. Genauso vielfältig eben wie unsere Partnerinnen. Und genauso individuell wie ihre Alltagserfahrungen. Wir wollen hier jetzt aber trotzdem noch ein paar Kleinigkeiten teilen, die wir vielleicht gelernt oder mitgenommen haben. Das Wissen, wie man Brot und Brötchen isst, ist keineswegs selbstverständlich. Genauso wenig wie die Bedeutung von Wagenheld im Bus. Einen Reiskocher mit nach Deutschland zu nehmen, ist tatsächlich beliebt unter den chinesischen Studierenden. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sie nur Reis essen. Und es bleibt die Frage, ob es sich lohnt, so einen schweren Gegenstand mitzuschleppen. Die Meinungen, die gehen da auseinander. Wenn Sie also nicht nur Reis essen, was essen Sie dann? Tatsächlich erfreuen sich zum Beispiel Spaghetti großer Beliebtheit. Uni-Rankings sind, genau wie Studiengebühren, oft entscheidend für die Wahl des Studienstandorts. Die Corona-Pandemie und die Online-Lehre hat nicht nur uns im Projektverlauf vor Herausforderungen gestellt, sondern auch unsere chinesischen Partnerinnen. Besonders in der neuen Umgebung ist es schwierig, mit einer solchen Isolation umzugehen. Schnappi ist ein bekanntes deutsches Lied in China. China-Kompetenz mag vielleicht in der Theorie ein ganz nettes Konstrukt sein. Wir haben allerdings festgestellt, dass wir keine solche brauchen, um mit unseren chinesischen Partnerinnen zu kommunizieren. Im direkten, aktiven Miteinander lernt man ziemlich viel und dazu möchten wir Sie an dieser Stelle ermutigen. Gemeinsamkeiten finden sich sehr schnell, auch wenn es nicht die gemeinsame Muttersprache ist. Und Austausch funktioniert auch trotz kleinerer oder größerer beidseitiger Sprachprobleme meistens ziemlich gut. Begegnungen können schön sein, zum Beispiel, wenn man auf hilfsbereite Menschen trifft, die einem den Weg zeigen. Sie können aber auch nicht so schön sein. Besonders in der Anfangszeit der Corona-Pandemie haben auch Alltagsrassismen zu den Erfahrungen unserer chinesischen Partnerinnen gehört. Zusammenarbeiten ist lehrreich, herausfordernd, oftmals stressig und bedarf vor allem dauerhafter, guter Kommunikation. Das haben wir gelernt. Es ist nicht immer einfach, mit so vielen Kooperationspartnern, Gruppen und Individuen gleichzeitig zu arbeiten. Aber am Ende haben wir das gemeinsam ziemlich gut gemeistert. Ja, und wenn Sie jetzt denken, das sind ja ganz alltägliche Dinge, dann haben Sie das ganz richtig erkannt, weil genau darum geht es uns ja. Die Perspektive der chinesischen Studierenden kennenzulernen ist wichtig. Und es zeigt auch, ihre Erfahrungen, die unterscheiden sich gar nicht so stark von unseren eigenen. Am Ende sind wir eben alle Studierende in Tübingen. Wenn Sie nun also auf den Geschmack gekommen sind, unsere Ausstellung einmal zu besuchen, dann können wir Ihnen natürlich sehr unsere Publikation ans Herz legen. Marie und Henriette haben uns eben schon einen ganz kleinen Einblick gegeben, welche vielfältigen und spannenden Themen in unserem Buch zu finden sind. Aber wir können auch mit Stolz sagen, dass das Buch auch gestalterisch ein kleiner Hingucker ist. Sie dürfen sich über viele bunte Bilder, unterhaltsame Anekdoten und natürlich über unsere Artikel freuen. Denn die Ausstellung markiert nicht nur einen Abschluss, heute, hier und für uns, sondern auch einen Beginn, den wir mit unserem Buch einleiten möchten. Und wir hoffen natürlich sehr, dass Sie Interesse haben, dieses wirklich sehr, sehr schöne Buch zu erwerben. Somit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Aber bevor wir dieses Kapitel schließen und uns in unseren Diskussionsraum begeben, möchten wir noch gerne unseren Dank aussprechen. Zunächst danken wir all unseren Sponsoren und Förderern, die uns im Laufe des Projekts finanziell unterstützt haben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Rednerinnen und Rednern, die sich am heutigen Abend die Zeit genommen haben, ob vor Ort oder virtuell, ein Grußwort zu halten. Zudem danken wir der HFT, die uns eine wundervolle Ausstellung konzipiert hat. Wir danken Wolfgang Grillitsch und Christian Schweitzer, die mit viel Motivation und Engagement zum Gelingen dieses kooperativen Projekts beigetragen haben. Ganz besonders gilt unser Dank auch den Studierenden der HFT, die uns mit ihrer Expertise zur Seite gestanden haben, insbesondere Judith Lapp, die dieses Semester die finale Umsetzung der Ausstellung übernommen hat. Wir bedanken uns ganz herzlich beim gesamten Team des Lindenmuseums, die mit uns diese Ausstellung und auch die Vernissage auf die Beine gestellt haben. Besonders danken wir Katja Schaaf, die uns bei allen Höhen und Tiefen immer zur Seite gestanden hat. Vielen Dank, Katja. Und auch unser zweites Ergebnis, der eben gesehene Katalog, konnte nur durch die tatkräftige Unterstützung des TVV-Verlags zu dem werden, was er ist. Darum danken wir Karin Birkert vom TVV und allen Hilfskräften und UnterstützerInnen. Wir verdanken das schöne Design unseres Buchs und unserer Werbematerialien Demian Bern, der unserem Projekt noch einmal die nötige Farbe gegeben hat. Wir sind auch sehr dankbar für alle GesprächspartnerInnen, die uns im Seminar in den letzten Semestern mit ihrem Wissen unterstützt haben. Ein ganz großes Dankeschön gilt auch unseren chinesischen PartnerInnen für die Teilnahme an unserem Projekt. Danke für die vielen tollen Gespräche, Interviews, Erlebnisse und natürlich für die gewonnenen Freundschaften. Und ganz besonders danken wir zuletzt noch Herrn Jola und Herrn Dederichs. Wir möchten Ihnen nun beide eine kleine Erinnerung an die gemeinsame Zeit geben und Sie bitten, auf die Bühne zu kommen. Sie beide haben uns immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und auch wenn es nicht immer einfach war, haben wir viel gelacht und natürlich auch viel gelernt. Lieber Herr Jola, für Sie, wenn wir das so sagen dürfen, war es das letzte Studienprojekt unter Ihrer Leitung und wir freuen uns sehr, dass wir es mit Ihnen gemeinsam gestalten durften. Sie haben uns viel Freiraum gegeben, uns auszuprobieren und uns gleichzeitig mit Ihrer reichlichen Erfahrung gut durch das Projekt geleitet. Vielen, vielen Dank. Und das Bild, das Sie hier jetzt sehen, Das war unser erstes Gruppenbild, weil wir natürlich Corona-Semester hatten. Wir durften uns alle nicht als Gruppe treffen. Deswegen hat Shuai uns liebenswürdigerweise alle zusammen in die Athena-Schule, die Tübinger Schule, zusammen gefotoshoppt. Und lieber Herr Dederichs, für Sie war es ja das erste Studienprojekt und dann auch noch als Nicht-EKWler. Und auch wenn es am Anfang gar nicht so eindeutig war, wie intensiv Sie in unserem Forschungs- und Arbeitsprozess teilhaben würden, sind wir sehr froh darüber, dass Sie mit viel Engagement, einem offenen Ohr und Ihrer Expertise zur Seite gestanden haben. Vielen Dank auch Ihnen. Genau, und das ist nochmal das gleiche Bild. Wir danken Ihnen sehr. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen recht herzlich. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Dankesworte zu sagen. Ich möchte mich herzlich bei Herrn Schmidt-Linzer bedanken, der als Direktor des China-Zentrums diese Kooperation möglich gemacht hat. Ich möchte mich auch bei den GesprächspartnerInnen innerhalb der Universität bedanken, die eben zu Gesprächen zur Verfügung gestanden haben und auch die Textentwicklung mit viel Geduld begleitet haben. Ich möchte mich ganz besonders herzlich bei den chinesischen Studierenden bedanken, die an dem Projekt teilgenommen haben, bei Herrn Jola für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und nicht zuletzt bei den Studierenden des Projektes, die mit viel Engagement und sehr viel Hingabe und Begeisterungsfähigkeit dieses Projekt durchgeführt haben. Vielen Dank. Ja, dann kann ich da direkt daran anschließen. Es ist gesagt worden, es ist mein sechstes und irgendwie letztes tatsächlich schon Studienprojekt in Tübingen. Diese Studienprojekte sind eine ganz große Auszeichnung des Instituts, das ist gesagt worden. Und sie sind eine ganz besondere Erfahrung. Und besondere Erfahrung war natürlich dieses Studienprojekt, wir haben es gehört, weil wir coronamäßig tatsächlich gebeutelt waren und sind. Es war aber auch ein besonderes Studienprojekt, weil die Gruppe ganz besonders war. Die große Gruppe einmal zunächst, die vielen Kooperationspartner, die wir da gehabt haben, die alle miteinander zu koordinieren und die Veränderungen, die vollzogen worden sind, mitzunehmen. Aber natürlich also Grillitsch und so weiter, hier das Museum, das China-Zentrum, das alles so zusammenbringen, ist wirklich nicht immer einfach gewesen, aber hat viel Spaß gemacht. Aber natürlich auch die Gruppe der Studierenden,
Und ich bin nicht berühmt für viel Lob. Während der letzten anderthalb Jahre gewesen, die Gruppe, die von Anfang an einen ganz großen Zusammenhalt geschaffen hat, ohne die das gar nicht gegangen wäre, weil das wäre gar nicht möglich gewesen. Und die nicht nur zusammengehalten hat, sondern auch viele, viele wichtige inhaltliche Schritte und kommunikative Schritte, sodass wir dann zum Teil fast unseren Job verloren haben, und halt hin und wieder überlegen haben müssen, wir müssen ja auch noch für irgendwas gut sein und dann das halt irgendwie hergestellt haben. Und es sind immer sehr, sehr viele kreative Lösungen gefunden worden. Das ist, glaube ich, das, was ich das Schönste finde an Wissenschaft. Und ich selber, das will ich noch sagen, finde ja, wir leben schon in einer Welt, die Kommunikation herstellen muss. Und ich finde auch, dass Universitäten besondere Räume sind. Die Prorektorin, meine Kollegin Monique Scheer hat das ja auch gesagt, Universitäten sind so Laboratorien für Zusammenarbeit. Und ich glaube, im Kleinen haben wir das erprobt und es hat wunderbar funktioniert. Und das soll dann auch so ein Zeichen sein, wie es weitergehen könnte mit diesem wunderbaren Fach der empirischen Kulturwissenschaft, mit der Universität, mit uns allen, denke ich. So, und jetzt wird die Rede zu lang. Und dann sage ich nur noch herzlichen Dank. Das ist seit langem, dass ich wieder Blumen bekommen habe. Und man sieht, dass ich da ein bisschen ungeschickt bin. Und das Bild natürlich eine große Ehre und eine große Freude. Also herzlichen Dank an die Gruppe. Sie waren großartig. Sind wir ganz gerührt? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. So, nach diesen schönen Worten, damit Sie an unserem Chapter Germany auch teilhaben können, möchten wir Sie ganz herzlich einladen, unsere Ausstellung einmal live zu besuchen. Bis zum 1. Mai wird das auch noch im Lindenmuseum Stuttgart neben ganz vielen anderen interessanten Ausstellungen möglich sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ganz viele interessierte BesucherInnen. Und unseren 300-seitigen und bunt bebilderten Katalog können Sie im Museumsshop sowie auf der Webseite des TVV-Verlags erwerben. Den Link zur Bestellung, den finden Sie im Chat. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, wenn wir sagen. Und nun stellen Sie sich den Sekt und den Orangensaft bereit, denn wir laden Sie ganz herzlich ein, mit uns gemeinsam anzustoßen. Dazu wechseln wir jetzt in einen dafür eingerichteten Zoom-Raum, in dem wir Ihnen für ca. 30 Minuten Antwort und Rede stehen werden. Und wir freuen uns sehr auf eine anregende Diskussion mit Ihnen. Den Link finden Sie in der Videobeschreibung. We would now like to invite you all to experience our Chapter Germany. Until the 1st of May, you can visit our exhibition here at the Lind Museum. And you can also purchase the catalog in the Lind Museum shop or on the website of the TVV Verlag. We will now switch to a Zoom conference where you will have the possibility to ask any questions you like. You can find the link in the video description. You're invited to get a glass of sparkling wine or orange juice and join us in a toast. See you soon. Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie heute Abend mit uns hier diese Vernissage eröffnet haben. Und wir sagen auf Wiedersehen für all diejenigen, die nicht am Zoom-Call teilnehmen können. Und ansonsten bis gleich.